So, jetzt fahren wir also wieder aus Vollgas raus. Und wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass in Vollgas noch weniger los war wie in Schweinfurt heute. Aber naja, gut, ist ja Samstag wieder. Ne? Also, war schon wenig los also in Vollgas, muss ich ehrlich zugeben. Weil in Vollgas ist eigentlich immer wegen Stimmung. Sind immer wegen Urlauber und Zeug unterwegs. Luftschnapper. Aber heute war es also wirklich total leer. War auch nicht schlecht, konnte man wegen filmen, ohne dass die Lautstärke in die Kamera reingelaufen sind. Hat alles auch Vor- und Nachteile, gell? Jetzt werden wir langsam wieder Richtung Heimat fahren. Mal schauen, ob wir nochmal den Weihnachtsmarkt in Vollgas irgendwann mal, ob da überhaupt einer ist, muss ich erstmal erkundigen. Diesmal erkundige ich mich vorher, bevor ich irgendwo hinfahre, ob überhaupt da was ist. Ne? Das ist wieder typisch von mir. Ne? Einfach davon ausgehen, dass überall der Weihnachtsmarkt ist. Ne? Mit der hohen GEMA-Gebühren ist es allerweil gar nicht so einfach, einen Weihnachtsmarkt zu veranstalten. Das habe ich also auch schon gehört in Schweinfurt. Es geht ja nicht nach dem, was du veranstaltest an Musik und Zeug. Es geht ja nach den Quadratmeter, wie groß dein Platz ist. Und wenn du einen recht großen Platz hast, dann musst du recht viel abdrücken. Egal, ob du jetzt 5 Weihnachtslieder spielst oder 10, das scheint gar nicht so interessieren. Ob du 6 Stunden lang das gleiche Weihnachtslied spielst, das scheint nicht zu interessieren. Ach ja. Sind wir halt in Kaibach. Also irgendwie ist es heute am 2. Advent, kommen wir es vor. Wieder, also. Wie so Endzeitstimmung, gell? Wie so Day After oder so. So einen Film in Netflix gesehen, da ist ja wieder um Weltuntergang gegangen und da ist darum gegangen, dass also so eine Familie da ein Wochenendhaus gemietet hat und dann ist der Besitzer dazu gekommen und die haben schon gemerkt, da stimmt irgendwas nicht und Internet, Fernsehen ist da und so Warnungen gekommen, internationale Warnungen und lauter so Zeug und dann ist den Buhr die Zähne ausgefallen, angeblich wären Schallwellen gewesen. Der Angriff von der Koreaner auf Amerika und da haben die Schallbomben oder irgendwas eingesetzt, Mikrowellen und da werden den Buhr die Zähne ausgefallen und ja, viel bla 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 und komische Situationen, eben diese Endzeitfilme. Es sind immer bloß die Familie unterwegs, alle anderen sind anscheinend ausgewandert oder die gibt es nichts mehr. Haben sie aufgelöst, in Luft oder ja, sind evakuiert worden oder was? Irgendwas stehen da die Häuser leer. Du kannst da einfach reingehen. Der Einzige, der noch da war, war der Nachbar. Der hat sie dann mit der Waffe bedroht. Kommt mir bloß nicht so nah, sonst knall ich euch ab. Dann haben sie doch ein Medikament gekriegt, weil der Bub hat er einen Holzbock rausgezogen, so einen blutigen scheiß Holzbock und daraufhin hat er Bureolose gekriegt und diese Bureolose, die ist dann sofort zugeschlagen und hat ihm die Zähne ausfallen oder was doch die Mikrowelle, was weiß ich, jedenfalls hat er ihm dann ein Medikament gegeben, ich weiß gar nicht für was, das wird sowieso nichts mehr helfen
Oder zumindest, wenn die Krankheit so schnell fortschreitet, du legst mich fett. Und die Mädel ist dann fortgeradelt mit ihrem Fahrrad. Oh, schön war es auch mit den ganzen Rehe und Hirsche, wo da alle zusammengekommen sind, gell? Und haben da den Leuten Angst gemacht wohl. Haben sich einfach hingestellt, haben geglotzt, ne? Und dann hat die alle mit der Tochter von dem Hausbesitzer haben sie geschrien. Aah! Und dann sind die Rehe alle davor gerannt. Ja. Aber erst nach langen Zögern, die haben lange überlegt, ob sie rennen sollen oder nicht. Naja, die haben halt die Tochter gesucht, gell? Dann ist die Tochter, die ist ja ab mit dem Fahrrad zum Nachbarn übergefahren. Da hat es auch nochmal so einen Nachbar gegeben. Der hat angeblich sich illegal einen Bunker gebaut und muss also da ausgerüstet sein für einen Kriegsfall. Und naja, auf jeden Fall haben wir dann zum Schluss in der Einstellung gesehen, wie die Tochter da ins Haus reingelaufen ist. War natürlich alles offen. Kein Mensch war da. Der Bunker war offen gestanden. War die vielen Vorräte gesehen und alles und war wirklich super. Der war ausgerüstet wie Sau, ne? Der den Weltuntergang 10 Jahre überlebt. Und aber keiner war da, gell? Keiner war da. Der Bunker war offen gestanden, ne? Was ja auch schon unnatürlich ist, ne? Weil lässt einen Bunker offen stehen, wenn er so viel Material drin steht, ne? Und wenn ich einen Bunker gebaut habe, warum mache ich mich dann nicht rein, wenn schon der Strom ausfällt und da und so Akustik-Sachen da kommen. Und das Schönste waren ja die alleinfahrenden Autos da, die selbstfahrenden Autos in Amerika, sind sie alle mit einem hohen Karacho aufeinander gefahren, gell, und waren dann da gestanden. Da war auch keiner drin geguckt, gell, die sind alle leer gefahren und da war kein Mensch drin geguckt. Hätte ja sein können, dass gar einer mit so einem Auto gefahren ist und wer drin geguckt, nee, nix, sie waren alle leer. Da hast du keinen gesehen. Und Flugzeuge sind abgestürzt, einen toten Pilot hast du dann nochmal gesehen. Und ein Schiff ist auf dem Strand gefahren, aber da am Anfang hast du noch wenig Leute gesehen am Strand, ja. Aber dann waren die alle weg, ne? Die waren alle ausgewandert, evakuiert, ne? Alle nach Deutschland migriert oder so. Ja, auf jeden Fall waren die nichts mehr da. Und naja, war schon ein komischer Film, ne? Ich habe mir gedacht, na, wenn so die Welt untergeht, oh, mein Gott, oh. Man hat dann auch nicht gesehen, wie es dann weitergegangen ist. Wie war die Klee, das kleine Mädel, die war ja so ein Bich drauf, irgendeine so Serie da fertig zu gucken, weil da der letzte Film oder der vorletzte Film da gelaufen ist. Und dann war sie total glücklich, wie sie in den Bunker reingekommen ist. Und in dem Bunker war die ganze Serie, alle Folgen drin standen im Regal und der Fernseher, obwohl ja vorher Stromausfall war. Und es war ja gestromert, da war angeblich ja Angriff auf die Infrastruktur und so weiter. Und da war dann plötzlich Strom, da hat er noch Stromaggregat gehabt, ist fortgegangen, hat es aber laufen lassen für das Mädel. Und die hat dann im Fernsehen dann ihre Serie geguckt und gesagt, was aus der Film. Und ich habe mir dann gedacht mit der Renate, hä, was wollten die uns jetzt auch in dem Film? Was war die Botschaft von diesem Film? Bin ich vielleicht schon zu alt, dass ich das nichts mehr verstehe? Na, irgendwie haben wir gedacht, wo liegt die Botschaft? Was wollten die uns auch? Du musst nur an dein Ziel glauben, wenn die ganze Welt zusammenbricht, kein Strom mehr da ist, kein Fernseher mehr geht, kein Telefon mehr geht, kein Satellitentelefon geht, nichts geht mehr. Und du findest einen Bunker, der noch Strom hat, da drin ein Fernseher steht und in dem Fernseher kannst du dann deine Serie fertig schauen. Also verzweifle nicht. Es finden sich immer einen Weg, dass du deine Fernsehserie fertig schauen kannst. Im Endeffekt bin ich ins Gettgerbett gegangen und habe mir gedacht, Mann, war das ein Blödsinn. Und da hockst du dich 2,5 Stunden hier. Ich habe ja immer darauf gewartet, dass irgendein Highlight kommt. Ne? Dass irgendwas kommt, wo man sagt, ui, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ne? Aber das war... Da haben sie dann auch gefragt, Daumen nach oben, Daumen nach unten. Da habe ich geschrieben, ich weiß es nicht.
bin einfach geblättert. Da manchmal, da weißt du, was du sagst dazu. Naja, was will man sagen? Guckt euch selber den Film mal und macht eure eigene Meinung drüber. Da hat es einen komischen Titel. Das kann ich mir immer nicht merken. Aber der ist am Freitag rausgekommen bei Netflix mit Starbesetzung. Und da sind ein Frühstücksfernsehen schon angekündigt, damals das Highlight. Und der hat dann gesagt, hat, Mensch, komm, im Fernsehen ist nichts Scheiß drauf, auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und Werbung wollen wir uns auch kennen, nahezu bei den anderen. Da haben wir gesagt, komm, dann gucken wir halt Netflix und gucken uns halt den Film mal an. Und haben wir uns dann 2,5 Stunden eingezogen. Und ich weiß heute noch nicht, was der mir gesagt hat. Es war irgendwie so ein Weltuntergangsfilm, aber irgendwie nicht. Alle haben sie ein wenig blöd in der Gegend rumgeguckt. Sprüche geklopft, gelabert, sentimentale halt immer wie in den Ami-Filmen halt auch immer. Immer da zwischendrin mal dieses Sentimentale, bis dann wieder weg aufwärts geht. Aber da ist kein Aufwärts kommen können. Am besten war der Bunker, mit allem ausgestattet, was du brauchst. Und alle Türen offen. Kein Mensch da. Nur das Mädel halt. Das dann glückselig war und hat die Serie fertig geguckt. Und gar nicht interessiert hat, was um mich herum passiert. Die Hauptsache, sie konnte die Serie gucken. Ha. Ihr merkt schon, gell? Das arbeitet immer noch der Film bei mir im Kopf. Wo ich immer noch sage, warum verschwendet man so viel Zeit, so einen Film zu produzieren, der einem nichts sagt, der keine Botschaft hat. Der so flach ist, dass mir die Trainer geschossen sind. Jetzt mach soll wie, mein, wie unser Hund, hätte mich hinlegen soll und nicht schlafen soll. Weißt du, wenn bei uns in Schweinfurt jetzt mal so eine Stimmung wäre, dann hätten sie auch alle aufgeregt in der Gegend rumlaufen, die Feuerwehr, den Straßensperr oder irgendwas oder Rambazamba hoch drei. Ne? Da, wo es kein Mensch auf der Straße rumgelaufen. Dann zum Schluss hast du gesehen, wie über der Stadt dann Bomben eingeschlagen sind oder ob sie da Sprengungen gemacht haben. Angeblich soll das Volk sich ja selbst vernichten, weil ja diese Mikrowellen da und ja, die Leute alle weg blöd gemacht haben. Soll der Bürgerkrieg ausbrechen oder so? Bleib drinnen, du. Was weiß ich, das war also nicht ganz geklärt, ob die da jetzt selber die Sachen gesprengt haben oder ob die da angegriffen worden sind. Das hat man nicht so richtig kapiert. Vielleicht habe ich was nicht kapiert. Mein Gott. Ich finde früher waren so Actionfilme, so The Day After oder so Day After Day oder so. Das waren auch Weltuntergangsfilme, wo du wirklich schockiert warst, wo du im Sessel gerutscht bist, zusammengekauert und gedacht hast, ja, leck mich am Arsch da. Ja.
Aber heute geht es bloß noch darum, dass man nichts mehr kommunizieren kann. Handy ist ausgefallen. Ich kann meine Serie nicht fertig gucken. Ich merke schon, ich kriege mich gar nicht, gell? Ich kriege mich gar nicht. Der Renate hat gestern schon gesagt, jetzt beruhig dich wieder. Gleich wieder in Schweinfurt oder vielmehr erst einmal in Sennfeld, dann in Schweinfurt. Ich hoffe, der Film hat euch ein bisschen gefallen. Also lasst ein Abo da oder einen Daumen nach oben, das wäre natürlich super. Es war saukalt und sackig kalt. Und da war noch Winter. Heute hast du mal ein paar Tage Schnee, zwei, drei Tage, dann fängt es wieder an zu dauern. Und dann an Weihnachten blühen die Bäume und die Kirschen. Aber ja. Was halt schlimm an dem Winter ist immer dieser Dreck, dieser elendige Dreck überall. Ne? Mann, oh Mann, oh Mann. Oben am Hand ist ganz schön los, was los? Dieser elendige Dreck. Ja, es ist wahr. Das ist. Man möchte es gar nicht glauben, gell? Die Hunde sehen aus, das Auto sieht aus, die Schuhe sehen aus, die Stimmung am Boden. Oh. Na ja, Gott. Die Stimmung am Boden. Und alles nur, weil Winter ist. Gut, in der Rhön oben, die haben natürlich noch ein bisschen Schnee, ne? Am Kreuzberg oben. Oder in Oberbayern und München, da hatten sie ja Schnee. Schild, die Goldmine zeigt nach Sennfeld neu. Die haben eine Goldmine in Sennfeld und da legst du mich nieder.
jetzt kommt die Sonne raus. So. Jetzt habe ich sie von Volk auch mitgebracht, die Sonne. Was ist die Erkenntnis von meiner Fahrt nach Volkach? Ich muss mich einfach mehr vorher informieren, bevor ich da einfach losfahre. Ich kann nicht einfach davon ausgehen, dass jede Stadt einen Weihnachtsmarkt hat. Ja. Man muss auch mal Lehrgeld bezahlen. Derzeit hätte mir jetzt der Helm einsetzen können. Hätte mir die Fußnägel schneiden können oder was. Ja. Da. Stattdessen fahre ich nach Volkach. Ist halt heute irgendwie nicht mal drauf, ne? Was sind da unten los? So? Da fahren sie auf Meru mit Stand-Up-Paddling. Der Weihnachtsmann, ne? Mit Stand-Up-Paddling unterwegs. Kriegst du ja nichts mehr mit, die erzählen dir ja nichts mehr, wenn sie so Aktionen machen, wenn sie ja mal was sagen können, oder? Ah, ja. Weihnachtsmann, Stand-Up-Paddling. Oh, jetzt gehe ich heim und bohre ein wenig in den Nasen. Ja, mal gucken, was es zu essen gibt. Auch super, 1,75,9. Oh, das ist mal günstig. Leo. Da links vorne ist gleich Altenheim. Dann oben drüber das Ärztehaus. Und oben ist Leo. Also vom Altenheim hast du nicht weit am Ärztehaus. Und wenn das dann nichts mehr reicht, wirst du am Leo weitergekarrt. Naja, liegt alles beieinander, gell? Zur Not können sie sich zur Not. So ein Aufschieb. Jetzt fällt mir gerade ein,
Ich war das Jahr noch gar nicht an meinem Grundstück draußen in der Mehlberger Straße. Und nicht ein einziges Mal war ich dort. Habe mich mal umgeguckt. Da haben die Wildschweine bestimmt gewartet, dass ich mal komme und mal Hallo sage. Mea culpa. Maxima mea culpa. Gewohnt habe, aber immer gesagt, die Schweife der Mehlbrunzer. Da wollten wir von der Schweife nichts wissen. Ne? Das waren für uns lauter so arrogante Fuzis, ne? Mehlbrunzer halt. Ne? Da wollten wir von der wollten wir auch nichts wissen. Ne? Das sind alles so komische Leute, waren das früher. Da wo ich da so 15, 16 war, gell? Und wir waren auf dem Land. Das waren für uns lauter so Außerirdische. Ne? Die sind zum Tanzen gegangen im Anzug mit Krawatten, ne? Und die Frauen im Ding, ne? Und da waren wir schon viel weiter voraus. Wir sind nach Räderfeld in Jeans und so gegangen, ne? Und die sind da in Schweifer noch, ne? Ins Gemeindehaus, ne? Wir gehen ins Gemeindehaus und tanzen. Und heute gehöre ich selber dazu, gell, zu den Mehlbrunzer. So ändern sich die Zeiten. Ne? Jetzt wohne ich ja so lange in Schweinfurt. Bin quasi hierher emigriert. Bin also Migrant in Schweinfurt. Mit Migrationshintergrund aus Guxum und Rödler. Und inzwischen bin ich durch die vielen, vielen Jahre, wo ich hier wohne, schon mehr Schweinfurter wie. Upsa. Oh, da geht wieder ins Auto nicht, Batterie kaputt. Ich kenne das. Ich kenne das mit der Batterie. So. Bin ich also wieder daheim. Und ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, mein Gelaber. Dann lasst halt einmal ein Abo da ohne Finger nach oben. Also ich wünsche euch einen schönen, wunderschönen zweiten Advent. Und ich hoffe, dass noch irgendwas kommt. Ich hoffe, dass von unserem Weihnachtsfilm vor allen Dingen, dass vielleicht wir hatten so viele Pläne, aber ihr wisst ja, es hängt halt auch immer ein bisschen am Geld, ne? Weil wenn du kein Geld hast, dann kannst du halt auch nichts machen, dann kannst du mit euch nicht hoch, ne? Und wenn ich so Produktion mache wie den Weihnachtsfilm, dann ist natürlich das auch abhängig von dem, was wir kriegen, ne? Und ich merke halt immer mehr, dass solche Weihnachtsaktionen, dass bei den Leuten nichts mehr ankommt, gell? Ja. Und allein kann ich es halt auch nicht stemmen. Ne? Also gut, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, sorry, so weit sind wir noch gar nicht. Am zweiten Advent, lasst euch gut gehen und Daumen nach oben. Ja.
Thank you.